Dann auch schönen guten Abend von meiner Seite und vielen Dank, dass ich das Webinar machen darf. Es ist eine sehr spannende Erfahrung, denke ich. Wir sind mittlerweile 144, also die Teilnahme ist auch sehr rege, das ist sehr schön. Kurz vielleicht zu meiner Person, bevor wir loslegen mit dem Thema. Mein Name ist Bernd Lindemann, ich bin Geschäftsführer der Digital Mobil. Die Digital Mobil ist eine Full-Service-Agentur, ich mache mal das nächste Slide, eine Full-Service-Agentur rund ums Thema mobile Lösungen. Wir sind ganz frisch, wir haben angefangen im Oktober. Wir sitzen in München und ja, also bevor die Digital Mobil gestartet hat, habe ich mich auch in der Vergangenheit schon beschäftigt mit dem Thema mobile Applikationen und mobile Lösungen, zuletzt bei der Mecomo AG, einem Spezialisten für Location-Based Services und mobile Applikationen. Davor bei Langenscheid, damals hießen die Apps noch Handysoftware, man erinnert sich, und die Plattformen und Technologien der Stunde, das waren Symbian und Java MI, also unschwer zu erkennen, das war Pre-iPhone und bevor das iPhone kam und doch ja, den Markt komplett umgedreht hat. Wir von der Digital Mobil, wir fokussieren auf die Plattformen, klar, auf iPhone, iPad und iPod Touch auf der einen Seite, andererseits aber auch Android, BlackBerry Betriebssystem und Windows Phone 7, was eine sehr spannende Entwicklung derzeit ist. Wir wollen aber auch den mobilen Browser nicht vergessen, denn dort tut sich auch einiges. Das wird das Webinar auch gleich zeigen. Ganz kurz noch zu unseren Schwerpunkten, dann gebe ich da auch schon wieder Ruhe an der Stelle. Unsere Themen sind Mobile Commerce, mobiles Publizieren im Schwerpunkt und mobiles Lernen und Infotainment. Jetzt soll es aber losgehen mit dem Webinar selbst. Das Thema ist sehr plakativ gewählt. Wir machen eine App, ist noch ein Ausrufezeichen dahinter. Ich erkläre auch gleich, wieso denn das alles so plakativ benannt ist. Würde aber den Herrn Schulz bitten, dass wir vielleicht zum Warmwerden mal mit ein, zwei Umfragen beginnen, damit wir auch ein bisschen was erfahren, wer uns denn eigentlich zugeschaltet ist. Vielleicht, wenn wir mit der ersten Umfrage starten können, Herr Schulz, die Unterscheidung zwischen Entwicklern und den Business-Entscheidern. Klar, und zwar, wenn Sie sich bitte entscheiden würden, Sie können übrigens beides sein, ne? Entwickler und Entscheider, das heißt, dann dürfen Sie auch beides auswählen und dann bitte nicht vergessen, auf den Abstimmknopf zu drücken. Also, wenn Sie Entscheider sind und gleichzeitig auch noch Entwickler, dann sind Sie natürlich beides. Deswegen ist beides möglich. Ich habe im Moment 116 von 155 Stimmen, 120, das heißt, wir hätten ja jetzt, ich würde mal sagen, unsere knapp 80% erreicht. Abgegebene Stimmen 173, alles klar. Ich denke mir mal, denn wollen wir das mal beenden? Kurz das Ergebnis für Sie, Herr Lindemann. Ja, sehr spannend. 50-50 fast. Perfekte Mischung eigentlich. Also mein Vortrag auf der iPhone DevCon und eben auch dieses Webinar, beziehungsweise reden wir über den Vortrag. Der Vortrag findet im Business Track statt. Das bedeutet also, wir richten uns dort primär an die Entscheider. Ein sehr schönes Wort übrigens, die Entscheider. Allerdings hoffe ich, denke ich und hoffe ich, dass wir in diesem Webinar auch einen Überblick geben können, der auch den Entwicklern von Hilfe sein wird, zumal vielleicht beim nächsten Kundengespräch. Es wäre schön, wenn da ein, zwei Aspekte vorkommen, die Ihnen dann in Zukunft auch als Rüstzeug fürs eben Kundengespräch in Zukunft dienen können. Gut, vielleicht die zweite Frage gleich hinterher, die ist, ob Sie denn in der Vergangenheit bereits eine App umgesetzt haben bzw. umsetzen haben lassen. Gut, hier gibt es keine Mehrfachauswahl. Das ist irgendwie klar wie Kloßbrühe. Da gibt es natürlich nur Ja oder Nein. Okay. 121, 130. Okay. Einige mögen nicht mit abstimmen, aber macht ja nichts, ist nicht so Nicht so Drama. schlimm, ja. 137 Stimmen haben wir eingefangen. Ich denke mal, das gibt Ihnen, Herr Lindmann, noch mal einen genaueren Überblick. Nee, das ist diesmal zwei Drittel, ein Drittel, also auch eine sehr interessante Aufteilung und auch so ein bisschen, was ich gehofft habe, dass eben die Mehrheit dann sagt, sie hat das noch nicht getan. Offensichtlich ist bei Ihnen aber das Interesse sehr groß, sonst würden Sie ja auch an diesem Webinar nicht teilnehmen. Ich würde sagen, wir starten. Ich erzähle ganz kurz was, wieso wir diesen oder ich diesen Titel sehr plakativ gewählt habe und wieso dort ein Ausrufezeichen dahinter steht. Das liegt, vielleicht mache ich mich auch ein wenig, mache mal das Bild weg, damit wir uns auf den Vortrag konzentrieren können. Es liegt sehr stark daran, dass wir im Moment feststellen, dass das Thema mobile Applikationen ein, ja,
Hype-Thema ist, wenn man so will. Es machen sich, sie schießen wie Pilze aus dem Boden, insbesondere die iPhone-Applikationen tun dies im Moment. Das ist für uns App-Agenturen einerseits natürlich ganz prima und eine sehr schöne Entwicklung. Andererseits besteht so ein bisschen auch die Gefahr, dass auf kundenseitig so ein "Wir wollen auch dabei sein" Bedürfnis entsteht und das die verbundene Gefahr damit, dass eben auch Schnellschüsse in den App Store landen. Das ist für die Agentur dann wiederum eigentlich auch gar kein so ein großer Spaß, weil wir natürlich immer ein Interesse daran haben, dass die Kunden dann auch wiederkommen. Und das können sie nur, wenn sie mit den Ergebnissen, die sie erzielt haben, zufrieden sind. Deswegen ist dort auch sehr sichtbar ein Stoppschild. Und ich würde einfach mal vorschlagen, wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Denn wenn Sie, die zwei Drittel von Ihnen, die bisher noch keine Applikation umgesetzt haben und vielleicht auch im mobilen Kanal derzeit noch gar nicht präsent sind, wenn Sie dort eintreten möchten, dann geht es hier eigentlich nicht nur um eine Applikation, schon gar nicht nur um eine iPhone-Applikation, sondern es geht eigentlich globaler gesehen um Ihre Präsenz im mobilen Internet. Das heißt, um dort einzusteigen und bevor es eigentlich an die konkreten Umsetzungen geht, sollten Sie sich Gedanken machen über Ihre mobile Strategie generell. Und Sie sollten sich beispielsweise fragen, für wen machen Sie eigentlich mobil? Also die Frage nach der Zielgruppe und danach, wie Sie diese eigentlich am besten erreichen können. Die zweite Frage oder ja sehr entscheidende Frage ist, welche Ziele haben Sie eigentlich im mobilen Internet? Was wollen Sie denn konkret erreichen? Und ja, beides zusammengefasst, welche Maßnahmen sind schlussendlich für Sie dann eigentlich die sinnvollen, um eben einerseits Ihre Ziele und andererseits auch Ihre Zielgruppe zu erreichen und um eben entscheiden zu können, welche der Maßnahmen denn die wichtigen sind und die richtigen für Sie, sollten Sie natürlich auch die Möglichkeiten kennen, die Sie im mobilen Internet haben, Präsenz zu zeigen. Und oft auf diese Möglichkeiten werde ich auch in diesem Webinar noch eingehen. Zunächst allerdings, für wen machen Sie denn eigentlich mobil? Wie erreichen Sie Ihre Zielgruppe im mobilen Internet? Auf welchen Plattformen tun Sie das? Es gibt nicht nur das iPhone, es gibt auch Android, es gibt auch BlackBerry, es gibt auch Symbian, es gibt Windows Phone 7, es gibt viele, es ist ein sehr fragmentierter Markt derzeit. Die Frage deswegen, benutzt denn Ihre Zielgruppe überhaupt in ausreichendem Maße, sodass Sie sagen können, okay, ich kann eigentlich erfolgreich sein, wenn ich eine iPhone-Applikation herausbringe. Benutzt sie denn in ausreichendem Maße überhaupt iPhones? Das Comic, was Sie da jetzt rechts eingeblendet sehen, ist in ja, dreierlei Hinsicht sehr interessant in Bezug auf die Parameter Geschlecht, Alter und soziale Rollen, weil es das sehr typisiert und wie ich finde sehr gut zusammenfasst. Steigen wir oben ein, Thema iPhone. iPhone-Besitzer sind gerne auch weiblich. Das werden wir gleich sehen, dass das bei Android-Besitzern eben eher nicht der Fall ist. Sie sind konsumfreudig. Das heißt, sie sind auch absolut dazu bereit, im App Store Geld auszugeben. Das ist sehr schön. Sie sind recht jung, also laut einer amerikanischen Studie aus diesem Monat von Nielsen sind ist das iPhone bei den unter 44-Jährigen das meistverbreitete Smartphone. Übrigens, das Thema iPad sollten wir jetzt in dem Fall nicht vergessen, aber aufgrund der Komplexitätsreduktion an dieser Stelle würde ich jetzt erstmal auf Smartphones fokussieren. So, Android. Der Android-Nutzer, der ist männlich und er ist sehr, sehr jung. Er ist, selbe Studie, 50% der Android-Besitzer sind unter 34 Jahre alt. Und auch sehr wichtig zu wissen für Sie, was das Bezahlen von Applikationen im Android-Market angeht, da ist der Android-Besitzer der typische, zumindest wesentlich zahlungsunfreudiger, als das der iPhone-Besitzer bzw. die iPhone-Besitzerin ist. Drittes Beispiel, BlackBerry will eigentlich sich im Moment sehr stark im Consumer-Bereich, im Consumer-Markt etablieren. Allerdings, die Wahrnehmung ist nach wie vor die, es ist der Businessmensch, der ein BlackBerry besitzt und es ist etwas gemein in diesem Comic, dieser Businessmensch ist durchaus auch schon etwas älter. Dafür ist er allerdings auch konsumfreudig und wenn er denn, wenn es keine Beschränkungen firmenseitig bei seinem BlackBerry gibt, in die App-World kommt auf dem BlackBerry, ist er auch durchaus bereit, Geld auszugeben. Die Studie hatte ich gerade schon erwähnt, auf die sich diese Übersicht hier bezieht, und zwar eben die Nielsen-Studie, sind US-Daten, allerdings
würde ich die jetzt einfach mal ganz frech auch auf den europäischen Markt übertragen wollen an dieser Stelle. Nicht wundern über die Breite der Balken. Es ist, wie gesagt, eine US-Studie. Der Blackberry ist in Amerika doch noch weiter verbreitet. Aber es geht eigentlich auch um die prozentuale Verteilung der Betriebssystemsnutzung nach Alter. Bedeutet, wie viele Leute zwischen 18 und 34, zwischen 35 und 44 und so weiter bis 65 plus benutzen dann die jeweiligen Betriebssysteme. Und wir sehen, dass das bei BlackBerry mit zunehmendem Alter prozentual mehr werden. Bei iPhone ist es eigentlich relativ stabil. Wir sehen, dass es bei Android mit zunehmendem Alter deutlich weniger wird. Und wir sehen das auch bei Microsoft Windows Mobile. Windows Phone 7 ist hier in der Studie noch nicht inbegriffen, dass auch dort das mit zunehmender Jugend weniger wird. Vielleicht so viel als erster Überblick über die Zielgruppenthematik. Auf Ihren konkreten Kontext werden wir jetzt hier an der Stelle natürlich nicht eingehen können, aber vielleicht als erste Gedankenanstöße, wenn Sie sich Gedanken zu Ihrer Zielgruppe machen, so viel an dieser Stelle. Der nächste Punkt wäre dann, welche Ziele Sie eigentlich konkret im mobilen Internet verfolgen. Was ich im Folgenden versuchen werde, ist, eine kleine Klassifikation aufzustellen und die Ziele, die Sie denn da haben könnten, mit typischen Beispielen zu illustrieren. Der Konsistenz halber habe ich das jetzt alles mit iPhone-App-Beispielen illustriert. Es könnten auch Android-Apps, es könnten auch mobile Webseiten sein. Es ist klar, dass Sie auch natürlich mehrere Ziele gleichzeitig verfolgen können. Aber fangen wir an mit Ziel Nummer 1, Markenführung, Image und Produktwerbung. Da ist die Milka-App ein sehr schönes Beispiel, das auch sehr erfolgreich im App-Store im Moment platziert ist. Es geht hier primär um Markenführung und um Image. Ich kann hier ein Jodel-Diplom machen, ich kann... wenn ich in das iPhone hineinblase, einen Alpenhornton erzeugen. Ein mehr auf das Thema Produktwerbung fokussiertes Beispiel ist die Audi A1 Applikation, in der ich beispielsweise 360 Grad Ansichten des Audi A1 mir ansehen kann in den unterschiedlichen Ausstattungsvarianten, in der ich aber als kleines Gimmick auch einen Stilberater beispielsweise drin habe und je nachdem, wo ich denn wohne, wie ich aussehe und was ich denn gerne tue, sucht der mir dann aus, welche Farbe und welche Ausstattungsvariante des A1 denn die richtige für mich ist. Sie könnten natürlich auch das Ziel haben, dass Sie einfach mehr Reichweite erzielen möchten durch den zusätzlichen Kanal. Die Hoffnung also dahinter wäre, der zusätzliche Kanal bringt Ihnen zusätzliche Nutzung. Bei den in dem Fall wirklich sehr prototypischen Beispielen für diesen Fall, Facebook und Xing, ist das nachweislich sehr, sehr erfolgreich. Insbesondere die Facebook-Applikation hat Facebook in neue Dimensionen gebracht, kann man sagen. Es kann Ihnen auch um Service gehen. Dabei geht es Ihnen dann bei der Zielgruppe auch gar nicht um Neukundengewinnung, sondern es geht Ihnen um Kundenbindung und um die Kunden, die Sie eigentlich schon haben. Ein sehr, sehr spannendes Beispiel ist MyBMW Remote Links zu sehen. Sehr exklusiv für all die glücklichen Besitzer eines 5er, 7er BMWs oder eines X3. Und dort kann ich folgende Dinge tun, beispielsweise. Ich kann von unterwegs über das iPhone sehen, ob denn mein Auto abgesperrt ist oder nicht. Kann sehr praktisch sein. Ich kann das im Nachhinein auch noch ausführen, wenn denn es noch nicht abgesperrt ist. Ich kann aus der Ferne bedienen die Standheizung. Wenn es im Winter kalt ist, kann ich schon 10 Minuten vorher die Standheizung einschalten. Ich kann die Hupe bedienen, wenn ich das Auto nicht mehr finde. Dann kann mir die Hupe sagen, wo es denn ist, etc. Auf der rechten Seite ein Beispiel für eine Online-Banking-Applikation, die eben ein Genre im App Store ist, das auch sehr beliebt ist, hier für die Postbank-Kunden. So, es kann Ihnen natürlich auch darum gehen, dass Sie über den neuen Kanal physische Produkte und Dienstleistungen verkaufen möchten. Links sehen Sie die Amazon-Applikation, ein weiteres Beispiel für oder ein Beispiel dafür, dass eben Mobile Commerce im Prinzip ein weiterer E-Commerce-Kanal ist. Fast ein bisschen spannender finde ich die Entwicklungen, die das Smartphone oder die Smartphones ermöglichen, dass der stationäre Händler ein Stück weit wieder zurückschlagen kann. Also es ist jetzt nicht mehr das Problem, dass der stationäre Händler mit dem E-Commerce hat, dass ich sage, okay, die Leute gucken offline bei mir und kaufen dann online. Gut, Barcode-Scanner ist schon so ein Thema, aber ich kann auch vielleicht das Ganze mal umdrehen, vor allem wenn ich Leute anspreche, die direkt jetzt sofort in meiner Umgebung etwas haben möchten. Die können online gucken und dann offline in meinem Laden kaufen. Beispiel hier ein Filialfinder von Douglas, der mich zur nächstgelegenen Filiale von Douglas führen kann.
Was sehr spannend ist mit den Applikationen, was natürlich etwas ist, was im Internet so, im Netz, im Web, jetzt habe ich den richtigen Begriff, so nicht funktioniert hat, aber was mit den App Stores tatsächlich funktioniert, ich kann mit digitalen Produkten Erlöse generieren. Sei es, dass die digitalen Produkte Paid Software sind, also fokussiere auf Feature, Beispiel ist der Mikal-Kalender von der Entwicklungsschmiede, oder aber ich habe den Fokus auf den Content gelegt, den ich dann kostenpflichtig anbiete, wie die Welt. Ich kann auch über Umwege, klassisches Internetmodell, werbefinanziert versuchen, meine Erlöse zu generieren, so wie es die Stern-Applikation tut. Das sind jetzt mal die B2C-Hauptziele, würde ich sagen. Ich meine, natürlich kann ich auch B2B-Applikationen zur Vertriebssteuerung oder auch zur Steuerung von Industriemaschinen etc. machen, aber ich wollte mich jetzt mal beschränken auf den B2B-Bereich. Um entscheiden zu können, welche konkreten Maßnahmen für Sie denn die sinnvollsten sind, sollten Sie sich, das hatten wir vorhin schon gesagt, sich über die Möglichkeiten im Klaren sein, die Sie im mobilen Internet eigentlich überhaupt haben. Und ja, das Webinar hat den Titel "Wir machen eine App". Insofern, klar, erstes Beispiel native Applikationen. Da steigen wir aber genau auch schon in diese komplexe Thematik rein, indem Sie eine stolze Reihe an Applikationen sehen, die alle von Foursquare sind. Wir haben 5 Applikationen für 5 verschiedene Plattformen. Sie sind jeweils mit dem SDK für die jeweilige Plattform und in der jeweiligen Programmiersprache programmiert. Soll heißen, Objective-C für iPhone, BlackBerry und Android Java, Windows Phone 7, rechts schon Windows Phone 7 Beispiel, Silverlight, Nokia Ovi, ich nehme mal an in Qt und insofern in C++. Wenn Sie das wie Foursquare durchziehen wollen, dann sollten Sie außerdem auf die jeweiligen User Interface Guidelines eingehen. Das Ergebnis ist, dass die Applikationen je nach Plattform unterschiedlich aussehen. Wieso das wichtig ist, darauf werde ich später auch nochmal zurückkommen. Es gibt auch, weiß nicht, ob man das erkennen kann auf der Präsentation, einige klare Unterschiede, wo man sieht, dass Foursquare das sehr gut umgesetzt hat. Auf dem iPhone habe ich den Zurück-Button im Display, auf dem Android brauche ich den Zurück-Button auf dem Display nicht, weil der Teil der Hardware ist. Unten haben Sie immer die Möglichkeit, zurückzuklicken. In der Wahrnehmung dominiert im Moment sehr, sehr klar Apple. Ich mache mal jetzt nochmal vielleicht an der Stelle eine Pause, weil vielleicht wäre es, Herr Schulz, ganz interessant, mal die dritte Frage zu fragen. Und zwar die, wenn denn die Menschen planen, eine Applikation zu erstellen, mit welcher oder für welche Plattformen sie das dann tun möchten. Liegt auf. Wunderbar. Präferieren Sie Native Apps oder mobile Websites? Das ist die Frage. Nee, die Frage, Entschuldigung, die Frage war, welche Plattform neben dem iPhone denn Sie konkret interessiert an dieser Stelle. Sorry. Ja, macht ja nichts. Dann können wir trotzdem die ja jetzt erstmal vorstellen. Dann machen wir die zuvor. Weil das war jetzt also sozusagen ein kleiner Fehler mit der Regie und ich habe da irgendwie jetzt was verpennt. Aber erstmal geht es jetzt darum, das präferieren Sie Native Apps oder mobile Websites? Und dann kommt die zweite Frage. Kein Thema. Nachrichten mit uns. Es ist ja schon mitten in der Nacht. Ist es tatsächlich. Es ist sehr, sehr dunkel. Ja, das ist halt mittlerweile echt ziemlich früh. Ich glaube, um 4:30 fängt das schon an. Halb 5 fängt das schon an. Aber erstmal zu dieser Umfrage. Da haben wir auch das Ergebnis. Da sehen wir, Native Apps werden doch immer noch bevorzugt gegenüber mobilen Websites. Zu dem Thema eben die Unterscheidung zwischen nativen Applikationen und mobile Websites und was denn für Sie sinvoller ist, dazu werde ich auch gleich kommen, nochmal ganz ausführlich. Okay, und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Frage, die wir eigentlich stellen sollten, oder die ich eigentlich hätte stellen sollen. Ich dösel, und zwar, und das ist jetzt richtig viel zum Lesen sozusagen, welche Plattformen sind neben iOS für Sie interessanter? Ist natürlich eine Mehrfachauswahl möglich, und zwar die vorgestellten Android, BlackBerry, Windows Phone 7, Symbian, Samsung, Bada oder WebOS für Palm. Da muss man, glaube ich, jetzt ein bisschen warten, weil wenn man jetzt alles anklicken will, muss man auch wirklich alles anklicken, ne? Wie zum Nachdenken. Ja, nicht nur zum Nachdenken, sondern wie gesagt, das ist eine Reihe. Zum Klicken. Eine wilde Klickerei jetzt hier, logischerweise, ja. Wenn man nicht sagen kann, wenn man sich für alles interessiert, alles auswählen. Deswegen warten wir da noch einen kleinen Moment ab, bitte. 121 von 175 haben schon abgestimmt. Also sie sind schneller mit dem Klicken als
ich so ehrlich gesagt gedacht habe, 130. Aber vielleicht ist das ja schon mal ein repräsentatives Ergebnis. Ich beende das kurz und hier das Ergebnis für alle und halte mich zurück. Das ist tatsächlich sehr interessant, weil ich mir wirklich Gedanken gemacht habe, BlackBerry Windows Phone 7, wie ist das Rennen, aber es ist doch eindeutiger Richtung Windows Phone 7. Sehr spannend. Ich mach's mal zu, die Abstimmung, und komme eben einfach zum nächsten Slide, weil der Hintergrund der Frage war ganz schlicht und ergreifend, wir haben im Moment die Situation, dass Apple und das iPhone, ich mache mich mal wieder klein, Apple und das iPhone dominieren sehr stark. Aber wir sehen natürlich, dass eigentlich nach wie vor die Symbian-Plattform und vor allem die Nokia-Geräte zahlenmäßig doch auch immer noch deutlich dominieren. Wir sehen allerdings auch eine sehr spannende Entwicklung. Das sind die Zahlen von Gartner, Vergleich weltweiter Absatz Smartphone-Betriebssysteme, Q3 2010, Q3 2009. Wir sehen, dass Symbian deutlich verliert, runtergebrochen ist von 44,6 auf 36,6 prozentual. Wir sehen interessanterweise, dass auch alle anderen verloren haben, inklusive, das ist doch auch eine ganz interessante Erkenntnis, iPhone von 17,1 auf 16,7. Wir sehen dafür, dass sich ein ganz bestimmter Kandidat explosionsartig zu vermehren scheint, das ist Android. Das ist ein doch gigantischer Sprung von 3,5 auf 25,5% und es ist kein Ende in Sicht. Und ich wage mal die Prognose, dass wir in einem Jahr soweit sind, dass Android auf Platz 1 steht. Windows Phone 7 ist hier noch nicht mit drin. Dann werden wir jetzt einfach die ersten Monate abwarten müssen, wie sich Windows Phone 7 entwickelt, aber das Feedback ist allgemein ein sehr positives. Diese Zahlen auf der einen Seite, die hier auf der anderen, die sind schon ein bisschen älter. Es gibt mittlerweile im App Store bei iPhone, Apple über 300.000, bei Android mittlerweile weit über 100.000 Applikationen. Zeigt aber eben einfach nochmal das Verhältnis und auch die Relation und wo die Interessenslage denn liegt. Wir haben gesehen, Symbian ist eigentlich nach wie vor das mächtigste Betriebssystem, was die Stückzahlen betrifft. Es ist aber absolut gar nicht, was die Anzahl an Applikationen, die verfügbar sind, betrifft. iPhone, Android eigentlich extrem, also eigentlich ist die Installed Base noch nicht so riesig, aber das Angebot an verfügbarer Software ist einigermaßen gigantisch zu nennen bereits. Das illustriert nicht zuletzt die Erfolgsgeschichte einerseits des Apple App Stores, andererseits auch des Android Markets, die Nutzer der Android Devices ebenfalls wie die iPhone-Device-Nutzer kennen den Android-Market, sie gehen dort rein, sie laden Apps runter. Wie gesagt, die Zahlungsbereitschaft ist etwas geringer. Und natürlich lieben die Entwickler offensichtlich einerseits iPhone oder iOS, andererseits Android. So, das hat jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber einfach mal ein kurzer Überblick, wo sind denn die Vorteile und wo sind denn die Nachteile von nativen Applikationen? Fangen wir mal mit den Vorteilen an, mit der nativen Applikation im Gegensatz, und das ist jetzt also tatsächlich das Gegensatzpaar, über das wir gleich sprechen werden, die mobile Webseite. Sie haben bei nativen Applikationen einen direkten Zugriff auf sämtliche Smart Features und Hardware Ihres Devices, auf Lautsprecher, auf Kamera, auf Bewegungssensoren, auf das GPS, auf das Adressbuch. Sie können beim iPhone Push-Nachrichten schicken, wie SMS, nur kostenlos. Sie können die Vibration ansprechen, etc. Alles möglich mit nativen Applikationen. Dann ein weiterer nicht zu unterschätzender Vorteil im mobilen Kontext. Wenn die Applikation heruntergeladen ist, klicke ich drauf und es geht los. Wenn ich in den Webbrowser gehe, tippe ich erstmal eine Adresse ein und bin auch ein bisschen abhängig von dem Empfang, der nicht überall gigantisch gut ist nach wie vor. Bei nativen Applikationen kann ich den Content auch komplett offline verfügbar machen. Es entwickelt sich mit HTML5 auf der anderen Seite einiges an der Stelle, aber lassen wir es mal für den Moment so stehen. Extremst interessant natürlich, es gibt eine Vertriebsplattform namens App Store, beziehungsweise App Stores, wenn man es auf die weiteren, eben auch auf Android Market, BlackBerry App World etc. überträgt, und es gibt die Möglichkeit der direkten Monetarisierung. Es gibt also einen tatsächlich funktionierenden Verkaufskanal für digitale Produkte, was eben im Web so ganz und gar nicht funktioniert hat. Und schließlich, unter der unmittelbaren Userbeziehung habe ich es geschafft, einen Spiegelstrich ohne ein einziges deutsches Wort unterzubringen. Das Ganze soll heißen App Experiences, Device Experiences, User Engagement.
im Prinzip die Entscheidung der Nutzer, welches Smartphone sie denn haben möchten, ist immer auch eine Lifestyle-Entscheidung. Und es gibt eine nicht zu leugnende emotionale Bindung, die dann der iPhone und auch der Android- und BlackBerry-Besitzer zu seinem Gerät hat. Und deswegen auch zu den Applikationen, die er eben darauf lädt, um dieses Gerät für sich weiter personalisieren zu können. Wenn dann diese Applikationen auch noch nahtlos laufen, ihm einen Mehrwert bieten und im richtigen Look and Feel daherkommen, dann, wenn sie schlussendlich so funktionieren, wie sie es gewohnt sind, die Nutzer von beispielsweise den Apple-eigenen Applikationen wie iTunes oder dem iPod, dann haben sie da eine innige Bindung zu ihrem Kunden bekommen über die Applikation. Schließlich ist es natürlich ein Marketingtraum, dass ich, wenn ich eine Applikation habe, die der User auch nutzt, dass ich das Icon meiner Firma auf dem Homescreen meines Kunden, meiner Zielgruppe im Endeffekt ziehen, platzieren kann. Die Nachteile haben wir gerade auch schon angesprochen kurz. Es ist der harte Weg der nativen Entwicklung. Es sind im Vergleich zu Webtechnologien recht exotische Sprachen und schlussendlich stehen Sie vor der Entscheidung, auf welche Plattform Sie gehen. Wenn Sie sagen, Sie machen alles, dann kann das auch teuer werden, kann auch sehr schnell teuer werden, denn wir können als Entwickler, wenn wir von einer iPhone-Applikation ausgehen und dann eine Android-Applikation komplett nativ programmieren, wir fangen nochmal von vorne an. Es gibt da auch noch etwas, dazu komme ich gleich, wie die Cross-Plattform-Entwicklung verträglicher gestaltet werden kann. Schlussendlich, der letzte Punkt ist auch ein sehr auf Apple konzentrierter Punkt, der Review-Prozess. Den habe ich nämlich bei Android beispielsweise nicht. Dort kann ich die Applikation einstellen und dann ist sie wenige Stunden später verfügbar. Es gibt auch keinen Review-Prozess. Bei Apple ist es nicht so. Bei Apple warte ich circa 10 Tage, bis eben die Applikation von Apple geprüft wurde. Ich habe im Anschluss, so viel muss gesagt werden, keine hundertprozentige Sicherheit, dass die Applikation zugelassen wird. Ich habe das. Es gibt mittlerweile von Apple Guidelines, nach denen man sich orientieren kann und in den 99,9% der Fällen wird es keine Probleme geben, aber es ist keine hundertprozentige Sicherheit. Schlussendlich habe ich dann außerdem noch das Thema, dass ich, wenn ich denn Updates mache, dass ich auch die wieder zum Review einreichen muss. Also jede neue Version der Software wird wieder neu von Apple getestet. Kommen wir zum Browser, kommen wir zum mobilen Browser und so viel vorweg, wenn es Ihnen um Reichweite, um maximale Reichweite geht, ist das natürlich die der Weg, den Sie beschreiten sollten, denn Sie erreichen über den mobilen Browser natürlich prinzipiell alle internetfähigen Handys. Es gibt derzeit, und Smartphones, es gibt derzeit einen gewissen Trend bei mobilen Webseiten, der sehr interessant ist, und zwar so ein Trend zur Appifizierung, würde ich es mal nennen. Also links sehen wir beispielsweise die Handelsblatt-Webseite, die ist noch eine relativ klassische. Je weiter wir nach rechts rücken, desto appmäßiger schaut das aus, was im Browser stattfindet. Das zweite von rechts ist Gettings, das arbeitet oder diesen Applikation, ich nenne sie jetzt einfach auch schon Web-App und nicht mobile Webseite, also diese Web-App arbeitet mit HTML5 oder ist in HTML5 programmiert und ermöglicht mir beispielsweise eben dann die Darstellung, wo denn die nächsten Geschäfte sind, wo ich dann meinen Gutschein einlösen kann. Ich habe mit HTML5 weitere spannende Möglichkeiten. Ich kann Video und Audio ohne Plugin abspielen. Ich bin also beispielsweise nicht auf Flash angewiesen, werde deswegen auch von Apple nicht abgewiesen, beziehungsweise habe keine Probleme im mobilen Browser dann, meine Filme auch abgespielt zu bekommen. Ich habe bis zu einem gewissen Grad, allerdings ist das jetzt nicht vergleichbar mit den Möglichkeiten, die ich bei nativen Applikationen habe, die Möglichkeit, Offline-Daten zu speichern. Auch hier mal eine kurze Übersicht, Vorteile, Nachteile. Die mobile Webseiten / Web-Apps meiner Ansicht nach haben, den Hauptvorteil, den haben wir gerade schon gehabt. Mobile Webseiten sind plattformübergreifend im mobilen Browser verfügbar. Da gibt es einen Aber, da komme ich gleich dazu bei den Nachteilen. Es gibt keinen App Store, das ist ein Vor- und ein Nachteil. Der Vorteil ist, ich habe keine Änderungen und Updates und Erweiterungen, auf die ich dann erstmal warten muss, bis sie verfügbar sind, weil Apple erstmal wieder testet, sondern alles ist direkt verfügbar. Und schließlich, Sie können mit Standard-Web-Technologien entwickeln, Sie können HTML5, CSS, JavaScript verwenden,
wie gesagt, die High-End-Variante wäre HTML5 CSS3 jetzt schon einzusetzen, auch wenn HTML5 noch kein Standard ist. Sie haben also auch eine große Herrscher an möglichen Entwicklern, denn Webtechnologien beherrschen ungleich mehr Entwickler als das die als die nativen Technologien. Die Nachteile: Es gibt eben keinen App Store, es gibt insofern auch keine Monetarisierung, keine direkte zumindest. Sie haben keinen direkten Zugriff auf die Smartphone-Hardware und Features, also Kamera, Bewegungssensor, Adressbuch etc. Und sie haben natürlich die große Herausforderung mit der Usability, Geschwindigkeit einerseits, bis ich auf der Webseite gelandet bin, andererseits bin ich immer von der Verbindung gerade abhängig, die ich habe, von der Verbindungsstärke. Sie können natürlich auch Ihre Website als Icon auf den Homescreen beim iPhone legen, aber das ist dann schon wieder dieser eine Extra-Schritt, wo ich mir nicht so sicher bin, ob das die User in dem Maße tun. Sie haben das Thema der Anpassung der Darstellung auf die unterschiedlichen Geräte, das bleibt Ihnen nicht erspart. Das wird dann natürlich sehr stark auch mit CSS und mit bestimmter Software, die verfügbar ist, geschehen können. Aber Sie müssen schon sich die Gedanken machen, wie denn die Webseite, die mobile Webseite auf den unterschiedlichen Betriebssystemen, den unterschiedlichen Browsertypen ausschaut. Sie müssen beachten, es gibt unterschiedliche Displaygrößen, es gibt unterschiedliche Displayauflösungen, es gibt unterschiedliche Bedienungskonzepte. Stichwort entweder Touchscreen oder kein Touchscreen. Also da gibt es doch einige Fallstricke, die zu beachten sind, damit eben die User Experience auch die ist, die Sie haben möchten. Und dann vielleicht, wenn ich nochmal eins zurückgehe, auf der rechten Seite des HRS-Beispiel, da wurde eine Web-App umgesetzt, die tatsächlich optimiert ist, speziell fürs iPhone. Richtig. Danke, Herr Schulz. Die wurde tatsächlich direkt fürs iPhone optimiert. Die mobile Webseite, wenn Sie das auf einem Nokia-Gerät anschauen, von HRS schaut komplett anders aus. Ist sicherlich der richtigst mögliche Weg, ist allerdings auch wieder ein anstrengender Weg, weil wo hören Sie da auf mit der Anpassung? Das wollte ich mal überspringen, genau, das ist verrutscht. Im Prinzip wollte ich erst zu diesem Punkt kommen. Sie haben so eine Art Best of Both Worlds Versprechen mit Cross-Plattform-Frameworks wie PhoneGap beispielsweise. Das ist ein Open-Source-Framework, das eben die Cross-Plattform-Entwicklung ermöglicht. Und zwar, Sie bauen tatsächlich native Applikationen, Sie tun das allerdings mit HTML, mit CSS, mit JavaScript und Sie können dann oder mit Hilfe von PhoneGap das Ganze dann nativ fertigstellen. Es gibt also eine, nenn's mal, Brücke zwischen der Web-App und den Funktionen und der Hardware der Smartphones und Tablets, die Sie dann auf die Art und Weise direkt ansprechen können. PhoneGap unterstützt mittlerweile auch schon eine ganze Menge Plattformen, wie Sie sehen. Windows Phone 7 beispielsweise ist gerade in der Mache. Aber Sie drücken jetzt nicht auf den Knopf und sagen, okay, jetzt ist das alles für alle verschiedenen Devices und verschiedene Betriebssysteme verfügbar. Das Kompilieren und das Ausliefern der Applikation, das erfolgt sehr wohl auch hier über die jeweilige Entwicklungsumgebung. Sie gehen also beispielsweise bei Apple in ein Xcode-Projekt rein, bauen dort eben die Applikation fertig. Sie brauchen einen Account, einen Developer-Account bei Apple. Sie müssen all die Schritte gehen, die im Prinzip für die native Entwicklung oder für das Kompilieren und Ausliefern der Applikation nativ eben auch notwendig ist. Und schließlich, die Webtechnologie ist bis zu einem gewissen Grad sehr geeignet, ab einem gewissen Grad nicht mehr geeignet. Ab einem gewissen Komplexitätsgrad ist der Weg, den Sie gehen sollten, auf jeden Fall der native. PhoneGap ist nur ein Beispiel. Es gibt vergleichbare Projekte wie Titanium Mobile und Unify von der Deutschen Telekom, was schon ein Meta-Framework sozusagen ist, das PhoneGap und beispielsweise auch Adobe Air und andere integriert. Ganz kurz noch, wie ist denn die Feature-Unterstützung bei PhoneGap? Das ist auch ein weiteres Thema, das dann eben hier zu beachten ist. PhoneGap ist Work in Progress. Was grün ist, was Sie grün sehen, ist schon verfügbar. Was gelb ist, ist in Arbeit. Was weiß ist, ist noch gar nicht angefangen. Und was rot ist, da haben wir eben tatsächlich die Grenzen, an die solche Frameworks stoßen, ist auf dem entsprechenden System überhaupt gar nicht möglich umzusetzen. Beispielsweise eine SQLite-Datenbank für BlackBerry. Es werden viele Features schon unterstützt. Viele werden noch nicht, vielleicht oder teilweise eben werden sie auch nie unterstützt werden. Und Sie sehen auch, es ist keine Einheitlichkeit da, wie weit denn die Umsetzung und die Unterstützung schon gediehen ist.
wenn man sich das mal cross-Plattform ansieht. So, gehe nochmal zwei Slides zurück. Eine einfache und sehr schnelle Möglichkeit, präsent zu sein im mobilen Internet, ist, wenn Sie zu Aggregatoren gehen. Aggregatoren, da meine ich beispielsweise Kaufda, indem Sie Ihren aktuellen Prospekt einstellen können. Kupis, eine Gutscheinplattform, in der Sie location-based Ihre Gutscheine platzieren können und Angebote. Shopgate, wo ich als E-Commerce-Händler über sehr clevere Schnittstellen sehr einfach meinen eigenen E-Commerce-Shop in Shopgate bauen kann, integrieren kann. Textunes, iBooks natürlich auch, indem ich eben über das EPUB-Format E-Books einstellen kann. Und ganz rechts, das Logo ist nicht zu erkennen, das ist links oben, ein Beispiel, ein iPad-Beispiel, der Pubbles Kiosk. Viele Vorteile, indem Sie eben auch im Prinzip Pubbles ein PDF geben und dann Ihre Zeitschrift in diesem Kiosk haben. Vorteile liegen auf der Hand, es ist günstig, es ist schnell, es ist verhältnismäßig pflegeleicht und es ist eine prima Testwiese. Die Nachteile liegen aber eigentlich auch auf der Hand. Es ist immer eine Many-to-Many-Kommunikation, das heißt, Ihre Konkurrenz ist auch mit dabei, direkt neben Ihnen. Sie können das auch nicht steuern, dass sie da nicht ist. Sie haben außerdem so einen Effekt wie bei diesen russischen Puppen. Ich gehe jetzt also beispielsweise in den App Store und lade Textunes runter und dann gehe ich in Textunes und suche wieder. Also eigentlich so eine wirklich versetzte Art und Weise des Suchens und Findens, wo ich mir nicht sicher bin, ob die User sie dann auch im gleichen Maße finden werden, indem sie das tun, wenn sie mit einer eigenen Applikation präsent sind. Sie haben jeweils bei den Anbietern begrenzte Funktionalitäten und sie haben sehr begrenzte Möglichkeiten des Customizings, des Anpassens an ihr Look and Feel. Aber wie gesagt, es ist ein sehr spannender, schneller Weg und eine gute Möglichkeit zu testen. Die mobile Werbung will ich nicht völlig vergessen. Ganz kurz zur mobilen Werbung, natürlich auch eine Form der Präsenz. Ich denke, hier ist es wichtig, dass Sie die Möglichkeiten des Mediums auch wirklich nutzen. Sie können multimedial sein, wieso sind Sie es nicht? Sie können interaktiv sein, Sie können den Ortsbezug mit integrieren, also ortsbezogene Werbung ist möglich, es steckt aber natürlich noch in den Kinderschuhen. Sie können richtige kleine Mini-Apps bauen, wie das EWI einfach in der Stern-Applikation gemacht hat, die eben auch das schafft, was unten steht, sie vermeidet Brüche. Es ist eine Werbung, die innerhalb der Stern-Applikation stattfindet, Sie verlassen die Stern-App nicht, Sie gehen eben eine Sekunde oben auf zurück und dann sind Sie wieder bei der Stern-Applikation. Also nicht so nervig, wie es wäre, wenn Sie jetzt einfach die Applikation verlassen und in einem Browser landen würden. Und was der EWI-Einfachrechner tut, er ermöglicht Interaktivität und User-Input. Gut, das sind jetzt einfach mal, oder das ist der Überblick über die Möglichkeiten, die Sie haben im mobilen Internet. Abschließend möchte ich Ihnen einfach nochmal vorstellen, ein paar Beispiele vorstellen, wie Unternehmen mehrfach präsent sind. Es gibt da die unterschiedlichsten Spielarten. Ein sehr aktuelles Beispiel, was diese Woche durch die Presse gegangen ist, ist, dass die Zeit, nachdem sie eine iPad-Applikation gemacht hat, jetzt auch eine HTML5-optimierte Tablet-Web-App für das iPad gemacht hat. Und dort eben den Weg geht, der eben schon ein wenig mühsam ist, aber sicherlich der richtige, eben für die einzelnen Endgeräte optimiert, in diesem Fall vor allem optimiert für Touch. Also die Bedienelemente sind doch größer, als Sie das kennen von einer normalen Webseite, wenn sie auf dem iPad dargestellt wird. Sie haben auch Elemente übernommen hier, dass Sie eben sliden können und dann kommen Sie zum nächsten Bild. Ist also sehr schön geworden und macht Spaß, sich auf dieser Seite zu bewegen. Die Frage ist eben hier wieder, wie weit wollen Sie es treiben? Die Zeit wird offensichtlich für weitere Tablets, die da kommen und schon da sind, wie Samsung Galaxy, optimieren. Aber es ist eben ein Optimieren pro Endgerät und es ist jedes Mal ein Aufwand, der entsteht. Eine andere Art der Mehrfachpräsenz ist das Beispiel Babywalz. Links sehen Sie die Babywalz iPhone App. Eine Sekunde, hier ist der Pointer. Und hier sehen Sie drei Beispiele, wie eben Babywalz bei Aggregatoren präsent ist. Sie haben einen eigenen E-Commerce-Shop in Shopgate. Sie schalten Coupons bei Kupis und auch
beispielsweise bei meingutscheinbuch.de. Da wird also viel experimentiert. Hier mal eine kleine Übersicht, haben wir mal ausgesucht, die Lufthansa, die Deutsche Bahn, gelbe Seiten, Clicktel, zwei Banken, Sparkasse, Postbank, zwei Medien, Spiegel, Stern, dann die Deutsche Post und HRS, also ein paar Dickschiffe. Was machen die denn eigentlich? Wie sind die denn cross-Plattform präsent? Und man sieht, es ist ein sehr buntes Ergebnis. Eine Einheitlichkeit gibt es, alle haben mobile Webseiten, alle haben iPhone-Apps, aber dann hört die Gemeinsamkeit auch schon sehr stark auf. Es zeigt, es wird eben gerade sehr viel experimentiert und es wird sehr viel getestet und man wird sicherlich pro Angebot auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, aber es gibt eben nicht die Musterlösung. Ich denke, das macht die Illustration hier sehr deutlich. Sie können die Mehrfachpräsenz auch so weit treiben, wie es die Sparkasse tut, und das ist dann tatsächlich der absolute Marketingtraum, wenn denn irgendjemand so ein iPhone haben sollte. Sie haben natürlich die Möglichkeit, mehrere Apps zu machen für eine Plattform, in dem Fall für das iPhone, was eben auch gar nicht so verkehrt ist, weil ich da natürlich den User genau in seinem konkreten Bedürfnis abholen kann. Wenn ich den Filialfinder aufmache, dann ortet mich der sofort und zeigt mir sofort die nächste Sparkasse an. Ein Klick und ich weiß Bescheid. Andere Szenarien, die die Sparkasse mit eigenen Apps abdeckt, ist Online-Banking, das Handy-Prepaid-Konto über den Sparkassen, über das Sparkassenkonto aufladen und auch ein Immobilienfinder. So, jetzt sind wir fast am Ende. Das ist im Prinzip, was ich jetzt im Webinar präsentiert habe, der erste Teil meines Vortrags auf der iPhone DevCon nächste Woche. Der zweite Teil geht eben darum, Sie haben sich nun entschieden, Sie haben sich das alles angesehen und Sie möchten eine native iPhone-Applikation bauen. Und da wird es dann eben im Vortrag ganz konkret darum gehen, dass Sie dann aber eigentlich immer noch nicht anfangen können. Weil eigentlich sollten Sie sich dann immer noch erstmal eine ganze Menge Gedanken machen und planen, welche Inhalte habe ich, welche Schnittstellen, wie mache ich das mit den Updates, wie pflege ich die Inhalte, was für Möglichkeiten der Bepreisung habe ich, was macht die Konkurrenz, wichtig ist die Konkurrenz anzusehen, der App Store ist Gold wert zum Recherchieren, was denn die anderen tun und was klappt und was nicht klappt, dann konkret darüber nachdenken, welche Features in meinem Kontext denn wirklich Mehrwert bieten und auch wirklich in die Richtung gehen, Medium is the message, dass ich sage, okay, das iPhone ist eine vollkommen neue Möglichkeit der Nutzung meiner Inhalte, wie kann ich die denn dann oder welche Funktionalitäten bietet mir das iPhone, um eben mich bestmöglich zu präsentieren. Und als letzter Punkt, es sind über 300.000 Applikationen, wie gesagt, im iPhone App Store. Ganz ohne Marketing wird es nicht gehen. Also ich möchte mich an der Stelle bedanken für das treue Zuhören. Wir haben immer noch 130, die dabei sind. Das ist deutlich mal als gutes Zeichen und ich hoffe, ich habe Ihnen einen kleinen Einblick geben können. Wie gesagt, der Fokus war auf den Business-Bereich und nicht so stark auf den Entwicklerbereich, aber vielleicht ein, zwei Gedankenansätze für die Entwickler fürs nächste Kundengespräch waren auch dabei. Dann würde ich mich freuen, wenn das geklappt hat. Auf Wiedersehen. Tschüss.